Hallo und ein wunderschönes herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft 1.8.9. Oder genauer gesagt, ich spiele auf der Version 1.8. Das hat einen folgenden Grund. Die Voxel Map funktioniert nur bei 1.8. Genauso wie der Shader Mod, den ich hier auch installiert habe, dass Minecraft dann hier dadurch ein bisschen besser aussieht. Diese zwei Sachen funktionieren dann halt nur über das Minecraft 1.8. Ich habe in der Vergangenheit, also gestern, drei Folgen gemacht, habe aber vergessen, mein Mikrofon anzuschließen, habe heute auch ebenfalls eine Folge gemacht und musste feststellen, dass mein Mikrofon gar nicht von meinem Laptop erkannt wurde. Musste ich meinen PC neu starten und dann wurde erst das Mikrofon auch von meinem PC erkannt. Ich habe in der Zwischenzeit als ich dann halt diese Fehlaufnahmen hatte, hier meine Baumfarm vergrößert. Hier stehen schon Akazienbäume, die ich schon selbst angepflanzt habe hier. Ich habe mein Haus vervollständigt, habe hier oben ein Dach drauf gezimmert, habe die Wände komplett hochgezogen, überall Scheiben eingebaut und habe auch endlich aus Eichenholz die Türen gebaut. Habe jetzt auch endlich Türen eingebaut, habe mir ein Bett gemacht. Das Dach habe ich aus Akazienstufen gemacht. Das ist nichts weiteres als ein halber Block. Eine Stufe ist nichts weiteres als ein halber Akazienblock, Holzblock. Da habe ich halt aus den Stufen, wie ihr das jetzt da oben sehen könnt, Stufen, also das Dach drauf gezogen. Sieht dann auch ein bisschen optisch besser aus, als wenn ich jetzt nochmal so einen ganzen Block dafür nehmen würde und daraus ein Dach machen. Das spart dann auch Holz. Außerdem war ich dann halt da hinten. Ich rufe einmal kurz die Map auf. Ich bin einmal in Richtung Süden gelaufen, aber da sieht man jetzt leider nicht viel. Ich bin dann jetzt bis hierhin hingelaufen, zu diesen Felsenlandschaft hier. Ich habe halt nachgeguckt, ob man da vielleicht ein paar Fichtenbäume findet, aber leider bin ich da. Da habe ich leider feststellen müssen, dass da auch ebenfalls dort auch Akazienholz, also Akazienbäume stehen. Ich werde jetzt mal in Richtung Westen laufen. Dort habe ich eine Vermutung, dass dort ein Tempel ist. Den werde ich jetzt mal besuchen in dieser Folge. Deswegen laufe ich jetzt einmal erstmal in die Wüste rein, indem ich jetzt einmal hier rüber schwimme. Das Wasser ist sehr glasklar. Genau da, wo das Wasser ist, da regnet es. Hier sind Kakteen. Davon haben wir erstmal genug von. In der Wüste ist einfach nur stark bewölkt. Jetzt laufe ich mal in Richtung West. Oder? In welche Richtung muss ich laufen? Einfach mal in Richtung Westen. Dort ist nämlich ein Tempel zu finden. Den werde ich jetzt mal besuchen gehen. Da hinten ist der Tempel. Den habe ich damals gefunden auch. Dieser Tempel. Gucken, ob wir den Block, der da jetzt in der Mitte drin ist. Oi,
Das ist ja sehr. Was ist denn das denn? Der Tempel ist ja voll im Sand versunken, aber ist ja auch nicht schlimm. Was machen wir dann einfach mal? Buddeln uns jetzt einfach mal einen Weg da rein. Zack, zack, schon sind wir drin. Ey, gut, dass die Platte jetzt. Sonst hätte ich mir das ganze Ding jetzt in die Luft gejagt. Dort unten ist nämlich ein Schatz verborgen, nämlich hier unten ist eine Schatzkammer drin. Wenn man auf. Ich hab ja die Erfahrung gemacht. Am besten, ich werde mir mal aus Eisenbarren mir mal einen Eimer machen, ein Bucket. Da, wenn man das Wasser nämlich dann hier reinschüttet, dann kann man sich hinterher durch das Wasser wieder hier hoch, sich wieder hier hochdrücken. Ich bin aber überlegen, ob ich mir vielleicht hier dieses Gebäude mal einfach jetzt so mein Zuhause mache. Auch wenn das Gebäude jetzt, dieser Tempel halt mitten in der Wüste steht. Hier sieht man leider nichts weiteres außer, ich mache mal hier mal ein paar Fackeln hin. Ach, die habe ich noch nicht mal. Toll. Ach doch, die habe ich doch hier, Mensch. Lass ich hier mal ein bisschen Licht. Lass ich den Tempel mal ein bisschen in Licht erstrahlen. So, damit wir mal etwas hier sehen. Da oben kann man auch rumlaufen, aber erstmal muss ich die Treppe finden. Wenn es überhaupt eine gibt, ist die andere Frage. Ach, da ist die, glaube ich. Treppen sind einfach jetzt zufällig so angeordnet. So, jetzt kann man nämlich hier oberhalb rumlaufen. In diesem Tempel ist halt ein Schatz verborgen, den werde ich jetzt aber nicht holen, da ich sonst nicht mal rauskomme, ohne eine Leiter. Oder beziehungsweise, was muss ich dafür? Ich müsste nämlich die ganze Wand nämlich aufreißen und aus Treppen dann irgendwie so eine Treppe basteln. Oder, obwohl ich habe ja hier Erde, könnte ich ja wohl doch da reinspringen. Könnte jetzt ein bisschen wehtun, wenn ich jetzt dann das in die Tiefe springe. Aber bloß nicht. Ich hoffe, ich habe nichts Wertvolles dabei. Weil das ist jetzt Leben oder Betreten auf eigene Gefahr, was man jetzt hier macht. So. Bevor uns das TNT um die Ohren fliegt, mache ich die Platte weg. Schon ist die Bombe entschärft. Nämlich, wenn ich jetzt mit... Ich werde jetzt mal den Boden aufkloppen, dann seht ihr... Was verbirgt sich hier hinter? Nämlich eine. Zack. Was versteckt sich hier drunter? TNT. Das nehmen wir natürlich mit. Da bauen wir uns gleich eine Chest. Packen diese dann nämlich gleich da rein. Zack, 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 zack. Alles mal schön mitnehmen. Jetzt sammeln wir mal einfach alles ein, was wir in den Truhen finden. Eisenbarren. Goldbarren, sehr viel Gold, blauer gefärbter Ton, wollen wir das hier alles wieder mitschlören, dann lassen wir einfach mal das hier oder die ganzen Blumen einfach mal hier. Wir werden jetzt einfach mal für die Blumen hier lassen. Ich werde dann irgendwann an diesen Ort nochmal zurückkehren. Aus dem Haus, aus diesem Ding werde ich auf jeden Fall was Feines basteln. Das werde ich ein bisschen umbasteln, vielleicht das als zweiten Wohnsitz bauen.
Die Kohle was mir natürlich nicht hier, aber den Bambus. Das können wir uns dann später dann wiederholen, damit wir ein bisschen Platz im Inventar haben, weil wir können jetzt reichlich finden. Hier haben wir sogar Knochen. Damit können wir uns auf jeden Fall mal paar Wölfe zähmen. Das habe ich ja gerade in die Truhe reingetan. Da werde ich einfach mal das rohe Hammelfleisch auch da reintun. Den Apfel auch. Davon sammeln wir noch mehr als genug. Und den blau gefärbten Ton ebenfalls. Damit wir ein bisschen Platz in unserem Inventar haben. Da ist noch mehr Knochenmehl. Dann bauen wir uns auf jeden Fall gleich eine Chest. Den Pferdesattel nehmen wir natürlich auch mit. Pferderüstung haben wir eben auch noch. Richtig geil. Ohne viel zu irgendwas zu. Das rohe Gammel, das verrottete Fleisch lassen wir hier. Das ist quasi wie Müll. Wenn wir das essen, vergiften wir uns nicht in der Regel selbst. Da wir sowieso noch genug Erde jetzt dabei oder noch genug Erde raus, noch bewegen wir uns jetzt einfach wieder nach oben. Zack. Schon sind wir wieder draußen. Jetzt gehen wir wieder nach Hause mit den erbeuteten Schätzen. Dieser Tempel wird dann mein zweites Zuhause werden. Da werde ich natürlich den Sand so weit runtergraben, dass der Tempel dann komplett frei liegt. Da werde ich mir vielleicht mein zweites Zuhause hier reinsetzen, in die Wüste. Aber jetzt laufe ich jetzt mal in Richtung East wieder zurück. Dort ist nämlich unser Zuhause. Kaktus. Einmal weg. Weg damit. Die Höhle werden wir auch noch mal untersuchen. Aber erstmal geht's nach Hause. Erstmal die ganzen Schätze wieder nach Hause bringen. Dort, wo die Bäume zu sehen sind, das ist unser Zuhause. Obsidian könnten wir auch gleich mal machen. Da könnten wir uns nämlich daraus nämlich Steine machen. Könnten wir aus diesem Stein nämlich ein Tor basteln und dann können wir auch in die Nether-Ebene gehen, in die Hölle. Uns dahin beamen lassen. Und das rechnet immer noch. So, ich bringe jetzt erstmal die Sachen in Sicherheit. Da geh doch da rein, Mensch. Wie, du bist doch gar nicht so fett. Alles weg in die Truhe, alles schon sicher mir. Ach, mach ich denn da? Knochen. Bauen wir uns mal kurz eine neue Truhe aus Eichenholz. Brauche jetzt noch eine Truhe. Um halt hier auch den Pferdesattel dort unterzubringen. Man kann ihn auch jetzt selbst bauen. In der Vanilla-Version kann man das auch selbst bauen. Und jetzt der Knochen, da kommen die Knochen jetzt rein. Dann werde ich noch den TNT dort unterbringen. Den Pferdesattel, die eiserne Pferderüstung, die Eisenbarren. Was ist denn noch hier so Schönes hier drin? Was hatten wir noch alles mitgenommen? Gar nichts. Das war alles. Da Kaktus, die können wir mal wieder zusammenstapeln. Kohle. Wird langsam Zeit, dass wir uns ein Lager bauen.
Darauf warte ich ja, deswegen warte ich ja auf meine Akazienbäume, dass die mal endlich gewachsen sind. Die liefern uns dann, wenn sie gewachsen sind, nämlich genug Holz. Ich hoffe, ihr findet das auch nicht schlimm. Ich hatte es eigentlich so geplant gehabt, dass ich alles, was ich, jeden Schritt, den ich in Minecraft tätige, dass ich das aufnehme, aber leider hat mein Computer ein bisschen Problem gemacht. Der hat dann erstmal mein Mikrofon nicht erkannt, dann hatte ich ein bisschen Problem mit den Shader-Mod, da musste ich gucken, und dann habe ich dann gedacht, jetzt gucke ich noch mal im Internet, also bei YouTube nach und gucke nach einem Tutorial, wie man die Voxel Map, also das Optifine und den Shader Mod zusammen bekommt. Und dann habe ich das nach einer guten Erklärung eines Videos es endlich dann auch auf Reihe gekriegt, und wir können jetzt gut schön mit Shader Mod spielen und der Voxel Map hier. Dann packe ich jetzt mal alles weg, was wir jetzt nicht gebrauchen können oder nicht unbedingt mitschleppen müssen. Da packe ich jetzt auch diese Akazienstufen rein. Akazienholzstufen heißen die ja richtig. Hellgraue Wolle, ich packe mal auch weg. Die Werkbank, die nehmen wir mal mit. Glasblöcke. Haben wir fleißig immer mitgeschleppt, packen wir jetzt aber auch weg. Die stecken wir zusammen. Andesit. Habe ich irgendwo Andesit schon drin? Ja, hier, Diorit. Habe ich Andesit, Polyether, Diorit. Andesit, Andesit oder wie sich das nennt. Diese Minecraft-Fachsprache ist immer so eine Sache. Was ist denn das Diorit? Und das polierte Diorit. Achso, deswegen geht's nicht. Zusammenstapeln heißt das Zauberwort hier bei Minecraft. Glatter Sandstein haben wir auch schon mal. Ja, aus dem Tempel haben wir uns das ja besorgt. Das kam ja aus dem Tempel. Weil wir unter dem Boden dann halt den TNT weggemacht haben. Dort werde ich natürlich wieder reingehen. Werde den Sand, den Boden wieder dann wieder herstellen. Der Tempel wird dann so bleiben, wie er jetzt da ist. Den Rest, den tue ich dann. Den Hohlraum, wo jetzt das TNT drin war, das werde ich dann mit Erde wieder auffüllen. Dann werde ich dort drauf den Boden bauen. Und dann werde ich mir überlegen, wie ich das dann mache mit dem. Da fällt mir auf jeden Fall schon reichlich was ein. Eichenholz haben wir hier nicht drin, aber zwei Sorten von Türen. Packen wir das jetzt mal im Tier mit rein. Granit. Da mache ich mir mal daraus polierten Granit, weil wer möchte sich solche Granitblöcke ich sag jetzt mal ins Haus rein basteln. So, jetzt haben wir da. Ja, den Rest lassen wir einfach erstmal drin, stapeln das zusammen. Polierten Granit haben wir hier nicht, aber hier auch nicht. Egal, passt, ist egal. Hauptsache weg. Andesit? Andesit oder wie sich das nennt? Haben wir jetzt Kies? Haben wir das schon irgendwo in der Kisten? Eines der Kisten? Ja, hier ist Kies. Packen wir das auch da rein. Ton habe ich auch schon gesichert. Die Fackeln, die nehmen wir mit.
wenn wir unsere nächsten Ausflüge starten, die Trittplatte, die kann man sich zwar selbst herstellen, aber die Trittplatte, die tue ich jetzt, die Steindruckplatte, die tue ich jetzt auch erstmal weg. Da haben sich die Leute von Mojang sich ziemlich gute Gedanken gemacht. Ach cool, guck mal da, ich habe eine Schatzkammer gefunden, tritt da mitten auf der Platte, was passiert? Puff, du fliegst erstmal, da fliegt dir das ganze TNT um die Ohren. Das ist mir dann passiert, als ich irgendeine Folge drehen wollte, dann bin ich halt mal in die Schatzkammer reingegangen. Nee, das war damals, als ich das allererste Mal die Welt gestalten, oder ich weiß nicht, ob ihr das, glaube ich, auch gesehen habt, ich glaube nicht. Das habe ich nicht aufgenommen. Ich habe nämlich, das war, als ich das allererste Mal diese Welt betreten habe, da bin ich dann, ach guck mal, cool, da ist ein Tempel, geh mal rein. Ich gehe rein, mach dann den blau gefärbten Ton weg, spring rein, tritt auf die Platte, was macht, und dann fliegt das ganze, der ganze TNT, was da unter dem Steinsandboden da befand, mir um die ganze Ohren. Ich war natürlich tot. Das war natürlich nicht so nice. Deswegen wusste ich auch sofort, als ich dann die erste Aufnahme jetzt hier in meinem Let's Play gemacht habe. Wenn man nämlich dort in der Mitte in der Schatzkammer auf die Steindruckplatte drauf geht, dann explodiert das TNT und fliegt und tut dich dann in den Tod reißen. Also ich hoffe, dieses Video hat jetzt euch gefallen. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft 1.8.9. Aber ich spiele zwar auf 1.8, aber die aktuellste Version ist ja 1.8.9. Also ich sage jetzt mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, haut rein.